St. Anton ist für uns, sage ich einmal, eine der Talentschmieden in Österreich. Da ist der Skiclub Alberg mit dem Gico Wolf, dem Peter Mal und Andi Gohl wirklich eine treibende Kraft. Ich denke, dass das eben gerade für die jungen Skiclub-Kinder auch wichtig ist, dass sie sehen, was so los ist, was abgeht, und das motiviert sie, denke ich, auch. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, aber ich bin mega zufrieden. Das Starterfeld extrem stark war und viele aus dem Weltcup von der Salzalm extra angereist sind, um diesen Europacup zu fahren, um ihren Weltcup-Startplatz zu behalten. Deswegen bin ich schon ziemlich zufrieden damit. Second place, I couldn't ask better for that, and it was such a good time in St. Anton. Ich glaube, das war eine Kombination aus allem: Höhe, Weite, wie solide die Grabs waren, die Landung und natürlich auch, dass man sich von den anderen unterscheidet. Ja, auf jeden Fall nächstes Jahr bei den Weltcups mitfahren und dort halt gute Ergebnisse liefern.